Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück in unserer Pro-Cyclist-Karriere mit Erik Zabel. Die Saison 2024 hat angefangen, das bedeutet, wir sind in der dritten Saison. Ja, Vorsaison, also wir müssen wieder unseren Fitness anpassen, den Kalender sollen wir anpassen. Da gehen wir doch gleich mal hier beim Training gucken. Ziele, was haben wir denn hier an Zielen? Oh, hier, wir dürfen beim Geelong Ocean Race mitfahren, das könnten wir vielleicht sogar gewinnen. Paris-Nizza fahren wir mit. Oh, Dauphiné. Was haben wir hier? Den Omloop Les News. Brügge de Panne. Flandern Classic. Und hier Paris-Roubaix. Das ist natürlich schön. Das erste Mal, dass wir das fahren dürfen. Aber warte mal. Müssen wir nicht eigentlich noch eine höhere Stufe erreichen? Kurz mal im Kalender gucken. Ne, warte mal, ein weiter müssen wir. Also wir sind schon angemeldet. Nee, also dürfen wir die schon fahren. Von den großen Touren ist allerdings noch nichts zu sehen, ne? Das ist ja ziemlich schade. Aha. Da ist es. Ah, Stufe 17 müssen wir für die Tour de France. Das könnten wir vielleicht bis dahin noch erreichen. Ob wir sie dann fahren dürfen, kann ich allerdings noch nicht sagen. Und hier Vuelta sind wir leider auch nicht drin. Aber Lombardia könnten wir fahren. Das ist natürlich für Zabel nicht wirklich was. Und zum Glück hier für die letzte sind wir auch angemeldet schon mal. Weil da stehen so einige Pro-Tour-Rennen für uns an. Das ist schon mal schön. So, nochmal wieder auf Training. So, Vorsaison. Ne, doch nochmal kurz auf den Kalender. Ja, da ich das eigentlich hier unbedingt gewinnen will, dann sollten wir schon eine recht hohe Form haben, ne? Die Cyanide-Cups, die nehmen wir wenigen Punkten, nehmen wir die auf jeden Fall auch wieder mit. So, dann machen wir uns hier mal höhere Fitness. 80 bis 90 oder 90 bis 95. Ach komm, wir nehmen hier die höchste Fitness mit. So, Ziele. Das ist jetzt natürlich. Weiß ich nicht, ey. Das ist nicht so schön. Ja, das ist Geelong Ocean Race. Da werden wir unsere Fitness, denke ich mal, auf jeden Fall nicht voll bekommen. Also unseren Formhöhepunkt. Hier wäre natürlich am allerwichtigsten. Bei Paris-Roubaix. Das ist Tour de la Provence. Tja, wenn wir den hier erreichen, ist die Frage, ob wir es dann bis Paris-Roubaix wieder geschafft haben. Weil das ist natürlich unser, als Kopfsteinpflasterfahrer ist das unser Hauptziel überhaupt, dieses Rennen hier zu gewinnen. Ja, Flandern Klassik ist natürlich, ne, das wäre natürlich super. Das wären zwei Monumente hintereinander. Dann nehmen wir auf jeden Fall Paris-Nizza erstmal raus. Grand Prix Cholet nehmen wir auch raus. Flandern auch. Paris-Roubaix lassen wir auf jeden Fall drin. Ja, Geelong Ocean Race, das schafft er doch wahrscheinlich gar nicht bis zum 29.01. diesen Formhöhepunkt zu erreichen, oder? Ja, den nehmen wir auch mal raus. Dann gehen wir erstmal wieder kurz auf den Kalender. So, Mallorca dürfen wir nicht fahren wegen dem Ocean Race. Also können wir da unseren Titel nicht verteidigen. Ich nehme natürlich hier lieber das World Tour Rennen mit. 300 Punkte haben wir. Ja, hier könnte man noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten fahren. Aber das geht wegen Omloop Les News nicht. Nee, wir fahren natürlich lieber das Kopfsteinpflasterrennen, ist ja logisch. Lalalala. So, warte mal. Paris-Nizza sind wir aber gar nicht angemeldet.
Milan Sanremo, sind wir angemeldet? Definitiv hier erstmal die ganzen Kopfsteinpflaster-Rennen. Also den G3 Bang Bang Classic, Wer wird Gem und Wahre Gem. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann fällt die Catalunya auf jeden Fall raus. Paris-Nizza. Das soll hier am 6.3. auch sein. Das nehmen wir raus. Dafür nehmen wir auf jeden Fall Paris-Nizza mit rein. Was können wir denn hier vorne noch fahren? Da ist 9 Kilometer Zeitfahren, hier 16 Kilometer Zeitfahren. Und das ist leicht hügelig. Dann nehmen wir hier doch die Bézèges noch mit rein. So, übernehmen wir das mal erstmal einmal. So, dann haben wir hier nochmal eine kleine Pause, wo wir uns entspannen können. Oh, Klassiker Bianchi fahren wir auch. Sehr schön. Oh, das wird eine tolle Saison, sehe ich jetzt schon. Oh, was haben wir hier? Körne, Brüssel, Körne. Und Trophée Samin wäre auch nochmal ein Kopfsteinpflasterrennen. Das müssen wir natürlich noch mit reinnehmen hier. Disch müssen wir auch noch mit reinnehmen. Nockere ist auch Kopfsteinpflaster, ne? Na klar, den nehmen wir auch noch mit rein. Das wäre eh am selben Tag, also geht nicht. Hier haben wir nochmal Kopfsteinpflaster. Wäre direkt vor Milan Sanremo. Ah, das ist ein langes Rennen. Da will ich lieber, dass er sich nochmal einen Tag entspannen kann. Dann nehmen wir hier den Denain noch mit rein. So. Haben wir da zwar zwei hintereinander, aber dann haben wir zumindest vor Milan Sanremo wieder eine Eintagespause. Ja, das übernehmen wir auch schon mal. Ne, Andalusia brauchen wir nicht. Tour de Fahr brauchen wir auch nicht. Ach, das würde auch nicht gehen. Ich denke mal, dann haben wir das erste Quartal ganz gut eingestellt hier. Dann können wir uns jetzt wieder um die Ziele kümmern. Wie gesagt, das muss unbedingt klappen mit dem Formhöhepunkt zu Paris-Roubaix. 10.4. Ich meine, ich kann das hier mit dem Geelong Ocean Race ausprobieren, aber das ist nicht mal ein Monat. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Er kommt. Ich nehme den mit rein. Da ist er wieder. Also ich hatte den ja weggemacht, aber dann nehmen wir ihn jetzt wieder mit rein. Eine Pause danach ist nicht. Das wird uns jetzt hier leider noch nicht angezeigt. Das sehen wir dann erst, wenn wir einmal weitergeklickt haben. So, da können wir auf 79 bis 83 kommen. Kopfsteinpflaster zum Glück ist immer noch die 83, obwohl wir halt Potenzial bei Etappenfahrer, da geht, ist das ja runtergegangen. Und die nächste Stufe geben wir auch nochmal auf Etappenrennen, würde ich ja sagen. Oder gehe ich gleich auf den Kopfsteinpflaster? Ah, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich überlege mir das, wenn es soweit ist. Ich denke mal, fürs Erste lasse ich das so. Wie gesagt, der macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir den zu spät erreichen und dadurch dann Paris-Roubaix nicht mehr schaffen. Aber wenn ich den weglasse, dann ist es bis zu Paris-Roubaix, ist es auf jeden Fall viel zu weit. Ja, dann hätten wir das. Wie sieht es bei mir im Team aus? Bin ich der Beste? Ich bin schon der Beste. Das ist ja wunderbar. Lalala. Für die ersten Rennen hier brauche ich auf jeden Fall keinen Helfer. Gucken wir uns mal den Kader an. Oh, wir wissen auch nicht gerade viel. Lalala.
Die sind genauso wie wir. Ja, Lempe ist zum Glück noch dabei. Der wird dann unser wichtigster Helfer beim Kopfsteinpflaster. Dujardin. Ja, Sagan wurde leider der Vertrag nicht verlängert. Oder er hat aufgehört, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. So, hier die nächsten Fähigkeiten. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall, weil wir ja Klassiker fahren, werde ich hier die Techniken in die Stromlinien formen. Wenn man dann am Ende so einer Etappe ausgerissen ist, einzeln fährt, dann ist das nicht schlecht, um etwas höheres Tempo zu fahren. Ja, Vorsaison haben wir. Kalender haben wir auch angepasst, dann kann das weg. Würde ich sagen, können wir in den ersten Cyanide Cup reingehen. Also ich nehme jetzt hier in der ersten Folge wegen den ganzen Einstellungen nur noch das eine Rennen mit rein und dann fahren wir in der zweiten Folge die anderen beiden Cyanide Cups. Was haben wir denn überhaupt? Ja, das ist schon mal schön, flach. Da ist es nur mit ein bisschen Hügel, das könnte ich auch noch packen. Die hier wahrscheinlich nicht. Ja, und danach steht dann schon das erste World Tour Rennen an. Das ist wunderbar. Da würde ich auch mal sagen, dann machen wir mal weiter. Naja, einige Dinge verlangen meine Aufmerksamkeit. Anfrage nach Wasserträgern. Das mache ich aber, glaube ich, erst in der nächsten Folge. So, können wir denn trainingmäßig hier noch was machen? Nee, den hier volles Training können wir ruhig drin lassen. Dann hält uns nichts mehr auf vor dem ersten Rennen der Saison 2024. Also ich fahre die immer mit. Auch wenn ich halt, wenn das halt so billige Rennen sind, das ist mir eigentlich egal, weil ein paar Punkte wird es trotzdem geben. Das nehme ich jetzt nicht. Nicht für so ein billiges Rennen werde ich hier meine Willenskraft nicht nutzen. Hier für euch einmal das Magazin. Wir sind auch der Top-Favorit und Interview mit uns gibt es nicht. Und Zoom auf uns ist auch nicht. Hier Teutenberg, ey, noch ein deutscher zweiter Favorit. Und dann kommt schon Lund aus unserem alten Team. Joa, dann werden wir mal gucken, was wir hier reißen können. Bis gleich. Hello and welcome. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. It's a beautiful day today. That should be to the liking of most riders. Ja, und dann herzlich willkommen zum Start der Saison 2024 hier mit dem ersten Cyanide Cup. Ja, klar sollen wir das Rennen gewinnen. Minus 3 eingefahren. Super, das wird nicht einfach. Wissen wir denn was von unseren Leuten? Der ist hier schon mal nicht schlecht. Ey, der ist noch besser. Ja, von dem wissen wir nichts. Von dem wissen wir wieder was. Der ist in der Ebene auch sehr, sehr gut. Und von dem wissen wir auch nichts. Ich gönne mir den hier. Obwohl, warte mal, 74. Mit den beiden hier oben aus. Ja, die sind zwar in der Ebene schlechter, aber sind deutlich fitter. Der mit seiner Minusform, der wird darunter katapultiert, alles klar. Den nehme ich für mich. Du bewahrst mal den hier und du bewahrst ihn. Und dann sind wir ready und können die Saison 2024 starten. Sind natürlich immer noch deutscher Meister bis zum Sommer mindestens erstmal. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Oh, gehen die Angriffe los. Dann gehen wir doch mal in die Action Cam. Er ist noch alleine unterwegs. Da gehen die nächsten los. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Kaum die Saison gestartet. Oh, the pace is too hot for certain riders. Gleich der erste Massensturz. Jetzt muss nur noch das Auto hier weg. Dann ist alles gut. Komm, Auto. Drück mal rechts aufs Pedal drauf. Ja, willst du irgendwie nicht. So, da sind jetzt aber einige weg. Und das Feld macht nichts. Hinter uns sind auch welche weggebrochen.
Leute sind schon vorne. Tja, und beim Giro und Vuelta, so wie das aussieht, scheinen wir halt auf jeden Fall, wir sind ja halt kein World Tour Team, scheinen wir nicht eingeladen zu sein. Die dürften wir ja schon fahren, nur eben die Tour noch nicht. Dafür müssen wir noch eine Stufe erreichen. Die Tour könnten wir, wenn wir diese Stufe erreichen, aber das bedeutet, na, wahrscheinlich, weil es ein französisches Team ist, ne? The gap is widening. Also müssen wir unbedingt it's now over two minutes. Erreichen. The pack is increasing its work rate. Lass some doch teams can't be happy with the breakaway. Ich komme nicht nach vorne. Jetzt geht es nämlich schon wieder hoch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, reicht. Der Abstand wird schon weniger. Immer noch über 70 Kilometer. Mäßig sind die beide scheiße, ne? Ja. The peloton seems to want to wind the breakaway back in. Now they're riding and the gap is melting away. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Jetzt müssen wir mal bei unserem neuen Team die ganzen Namen wieder lernen. Den haben wir hier vor uns ist Oz, in Latour und Andrade vorne. Berger aus Österreich. Und Kades haben wir noch dabei. The pack's deficit is being cut back. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Hat sich so halt eben gerade vor uns so eine klitzekleine Lücke aufgetan. Die Scheiße. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir diesen Serie Cup nicht gewinnen, dann kriegen wir auch vom Manager bestimmt keine Punkte. Tja, ob wir Wasser brauchen, ich glaube nicht. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen zappen, ne? Der geht wieder hoch. Ich glaube, nachdem wir das nächste Mal hochgefahren sind, dann platziere ich mich mal besser. Irgendwas passiert irgendwann. Aha, Angriff. The rider is looking to give the pack the slip. Ganz alleine. Ja, wir waren schon mal auf 99. Ist der Zabel schon wieder fast stehen geblieben. Boah, da ist der Puls auch ganz schön hochgedonnert. Ja, 15 Leute, immer noch über anderthalb Minuten.
Ist denn hier am fittesten? Dich mal rein hier. Du beschützt deinen Zabel. Über Gruppe 3. Die beiden da oben in Gruppe 2. Da helfen wir hier mal ein bisschen mit. Ich werde wohl den Latour nehmen, wo ich mich ranhänge. There we go, that's 2/3 of the race behind us. Obwohl, Carlos hat 69 im Sprint. Der hat der Latour nur 3 mehr. Dann hänge ich doch Carlos hinter Latour und mich dann dahinter. Dann sind wir alle schon aus dem Sattel hier. Immer noch über eine Minute. Lala. So, 25 Kilometer. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Da geht's runter, dann fährst du jetzt schon mal vor. Tja, die beiden können, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr fahren, ne? Wir müssen die Gruppe auf jeden Fall erreichen. So, 20. Ich hau mal Zabel schon mal auch dahinter. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. So, da geht mal ein Berger in die Führung. The pack is putting the squeeze on the breakaway. They really are moving. The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. Oh, 40 Sekunden noch. We've got 15 kilometers to the finish line. Ja, noch haben meine beiden da vorne mit 95 genug Power. Ziehen wir Latour schon mal mit rein in den Zug. Goss fällt zurück. Das ist dann noch hinter dir, denke ich mal. Oh, Berger gibt nochmal Schub vorne. Vielleicht sind wir dran. 10 Kilometer to the finish line. Berger ist auch gleich fertig. Da ist es mit Berger am Ende. Jetzt geht's nochmal hoch. Das müsste Latour eigentlich ganz gut machen. The pack is back on level terms with the breakaway group. Können wir ein bisschen schnell langsamer machen, weil es ja hoch geht. Nicht, dass Zabel sich verausgabt. Ja, 85. Gleich die 5 Kilometer Marke. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with it. Endlose Führung und Vollschub. Du gehst jetzt schon mal raus. Zabel sprintet. You see that? You can read the pain. Und kriegt der Zabel da hin? Das kriegt er hin. Das ist unser erster Sieg. Wunderbar, Zabel. Das ist super gemacht. Victory in that mass sprint finish. He can thank his teammates who let him out in perfect conditions.
Sehr schön. So muss er. Kriegen wir vielleicht 4 Punkte. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Tja, erste Rennen für unser neues Team und ersten Sieg eingefahren. Sehr schön. Zwei Radrängen locker. Kriegen wir ein schönes Replay oder nicht? Ja, das können wir uns nochmal geben hier. Naja, ganz souverän hat der Zabel das gemacht. Wunderbar. So, was hat... Also für so einen Cyanide-Cup nicht schlecht, ne? Ich habe natürlich hier, als das Jahr vor, zu Ende war, habe ich noch die Monatspunkte gekriegt, aber da keine Stufe durchschlagen wurde, habe ich da nicht nochmal extra für euch das Video in der letzten Folge angemacht. So, und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit dem Start in die neue Saison. In der nächsten Folge gibt es dann zweimal den Cyanide Cup und danach geht die Saison erst richtig los. Bis denne und ciao.